Oberschenkeln heruntergelassen, sehe ich das große weiße Gesicht des Fahrers. Die Augen geweitet vor Schreck, Entsetzen, Empörung. Regeln? Und was, wenn ich auf deine Regel scheiße, mein Freund? Was dann? Man konnte damals mit langen Haaren ein Zeichen gegen rechts und Daniel Schulz hatte lange Haare mit den Rechten rumziehen, wenn man sich von früher kannte und diese gerade gut drauf waren. Das kann man sich bis heute nicht mehr so vorstellen, aber so diese Widersprüchlichkeiten, die waren damals irgendwie sehr häufig. Irgendwie Punker, die mit Rechten rumhingen, Langhaarige, die irgendwie auch im Rechten rumhingen. Spricht auch übrigens dafür, wie hegemonial die damals waren. Also so, ja, man hat sich immer in seinem Verhältnis zu Nazis befindet. Bist du gegen rechts oder bist du nicht dagegen? So. Nicht.